Lealo. Ich habe mir mal kurz Ubuntu 16.04 Stand der Dinge der Entwicklung angeschaut. Wer das Video zu einem späteren Zeitpunkt sieht, hat bereits eine bessere Version und benutzt die fix und fertige Version. Hier sind wir noch in einem frühen Stadium. Da habe ich mal geguckt, was ist da los. Ubuntu 16.04. Was haben wir für einen Kernel im Moment? 4.4.08 Generic. So. Was ist mit dem Software Center? Software Center ist noch in den offiziellen Paketquellen, aber angedacht ist Gnome Software, also Gnome Software zu nehmen. Sudo apt install Gnome Software und das sieht dann so aus. Ja, ist aber auch noch nicht gefüllt. Ist auch nicht gefüllt mit allem möglichen Kram, der da reingehört, aber angedacht ist zum Beispiel das zu nehmen. Hier steht noch eine Fehlermeldung, das kommt von einer dritten Paketquelle oder wie auch immer. Kein Problem, ne? Rhythmbox zum Beispiel kann man gucken, entfernen, starten und so weiter. Gut, dann habe ich mal geguckt, was ist noch. Ihr seht, ich habe hier oben in der Leiste, sieht man das? Oben in der Leiste habe ich jetzt zum Beispiel Hilfe oder so, ganz normal und das verschwindet nicht. Kann man optional einstellen, Hintergrund des Schreibtisches, die Bilder ändern sich noch, die sind noch in der Ausschreibung von der Community. Wir haben jetzt zusätzlich Sichtbarkeit der Menüs beim Überfahren mit der Maus einblenden oder immer anzeigen. Gut, und immer anzeigen ist dann so, finde ich richtig gut. Was ist noch anders? Sicherheit und Datenschutz. Momentan ist bei der Suche im Dash die Online-Suche aus. Sehr gut, finde ich nett. Also einige Verbesserungen. Software Center fliegt raus. Die Suche im Dash, die uns nie gefallen hat, dass dort Online-Ergebnisse eingeblendet wurden, ist standardmäßig abgeschaltet, kann man aber wieder einschalten. Und wir haben Menüeinträge. Zum Beispiel hier im Terminal oder anderen Anwendungen. Da kann man direkt Hilfeinfo. Was haben wir denn da? Das bleibt dann auch so schön eingeschaltet. Oder beim Editor Hilfeinfo haben wir Gedit in der neueren Version. Und wie ihr hier schon seht, habe ich mir dann angeschaut, was ist denn jetzt mit Snappy. Snappy war jetzt ein bisschen schwierig zu installieren überhaupt mal. Snappy, ich habe mal hier kurz euch die Terminalbefehle hingeschrieben und es wird, so sieht es aus, habe ich nämlich schon in den Paketquellen gefunden, auch ein Unity Scope für Snappy geben, ist da aber noch nicht drin. Wahrscheinlich wird es dann hier irgendwo mal erscheinen. Ja, ist aber im Moment noch nicht da, könnt ihr aber schon mal vorinstallieren. Ein Unity Scope, um Anwendungen aus dem Snappy Store zu installieren. So, jetzt habe ich mal den Snappy Core, also den Ubuntu Core, installiert und auch WebDM, die grafische Benutzeroberfläche, die man momentan noch braucht, um den Ubuntu Store zu sehen. Dann lief aber diese grafische Benutzeroberfläche nicht. Ich musste mich dann erstmal umschauen, war versteckt in etc. System D System, habe mir dann gesucht das entsprechende Snap, das heißt Snappy D, was nichts anderes ist als WebDM. Und habe dann, das ergibt dann einen Spruch, der so ähnlich aussieht bei euch, kann das ein anderer sein. Und da kann man diesen Service starten mit Systemkontroll. Gut. Und wenn man das gemacht hat, könnten wir jetzt mal machen, Rechtsklick, kopieren, Terminal aufmachen und dann da rein einfügen. Nachdem man das alles installiert hat, kann man diesen Webbrowser-basierten Dienst starten. So. Und dann mit HTTP localhost Doppelpunkt 4200 starten. Gut, im Webbrowser. Momentan noch, vielleicht verschwindet diese Notwendigkeit, den Webbrowser zu benutzen. Das ist übrigens hier der Firefox 4402. Im Moment, wie gesagt, wenn ihr das Video später seht, braucht ihr das wahrscheinlich alles gar nicht mehr so tun. Und dann sehen wir den Snappy Store. Gut, ich habe mir installiert Ubuntu Core und WebDM mit Snappy.
mit Sulu Snappy Install Ubuntu Core installiert von Terminal aus und WebDM. Und diese beiden Dinger sieht man hier schon im Snappy Store. Also das hier kann ich mal zumachen. Und den Firefox off. Ubuntu Core und WebDM. Jetzt haben wir diese grafische Benutzeroberfläche WebDM und sehen im Snappy Store, was da so angeflogen kommt. Allerdings ist momentan, ja, zum Zeitpunkt dieses Videos so, dass sich die Apps nicht installieren lassen. Ja, da kommen dann Fehlermeldungen, wenn ich da was installieren will. Die Formate stimmen im Moment nicht. Ne? Für Ubuntu 16.04 müssen die Header-Formate der Snaps, der Apps, noch geändert werden. Deshalb kann man die im Moment noch nicht installieren. Man sieht aber schon mal, wo es hingeht. Ich habe nämlich zum Beispiel gesehen, der Shuttleverse hat ein schönes Video gemacht, der freut sich den Wolf runter, weil es gibt möglich, jetzt mittlerweile die Möglichkeit, LXD, dieses Framework, hier sich zu installieren. Ne? Hat anscheinend der Stephanie Graber, glaube ich, gemacht. Ja, ist das richtig? Kann man wieder zurückgehen? Ja, eins zurück. Zurück. Und dieses Framework soll es dann ermöglichen, so habe ich das zumindest verstanden, beliebig viele virtuelle Maschinen, ja, Stephanie Graber, da steht er, zu starten. Das ist dann interessant für, ja, Cyber-Leute, ne, die jetzt ihren Kunden vielleicht Dutzende, Hunderte von Servern zur Verfügung stellen wollen. Link zu LXD und so weiter hänge ich euch mal an, was das überhaupt für ein Ding sein soll. Gut. Also wir sehen, jetzt kommen nicht nur neue Apps hinzu, es kommen auch neue Frameworks hinzu, was man alles mit diesem neuen Snappy Core machen könnte, ne? Wenn es denn dann letztendlich dann auch mal läuft. Also wie gesagt, wir werden diese Snaps, heißen sie mittlerweile, ja, Snaps, irgendwann, hier ist übrigens mein Rekord, mein Desktop, wollte ich jetzt nicht, Entschuldigung, diese Snaps dann irgendwann mal wahrscheinlich einfacher installieren können. Ich gehe jetzt nochmal ins oberste Wurzelverzeichnis, CD, und wir finden das dann zum Beispiel ein Verzeichnis, das es gibt, das heißt Snaps, wo habe ich denn das jetzt wieder gesehen? Da gibt es dann hier das Verzeichnis Snaps. Das hieß auch mal Apps, aber jetzt heißt es Snaps. Na gut, dann heißt es Schnaps, egal. LS. Und da sieht man dann die installierten Apps, die jetzt Snaps heißen. Und wir sehen gegebenenfalls, wenn wir was installiert haben, vom Snappy Store, das auch in unserem Home-Verzeichnis, da entsteht dann auch ein Ordner, der heißt Snaps zusätzlich. Ne? Aber im Moment, wie gesagt, habe ich noch Probleme, kann da jetzt nichts demonstrieren, weil die Programmierer der einzelnen Snaps das Ganze noch ins Ubuntu 16.04 Format konvertieren müssen. Ne? Sonst ist das nämlich blöd jetzt hier so. Man kann es natürlich auch von der Kommandozeile STRG L Snap dann install hello-world und dann mit sudo rechten natürlich sudo und am besten auch noch richtig geschrieben world. Könnt ihr das auch mal auf Deutsch machen, wenn ihr nichts erkennt, so reingeben. So geht's. Ne? Hier sehe ich mit Snappy List, kann man sich angucken, was alles so installiert ist. Könnte ich dann gegebenenfalls bei Ubuntu jetzt hier im Hello World auch nochmal sehen, dass dem so ist. Ne? Jetzt könnte ich natürlich probieren, hier ein Snap zu installieren, den Namen mir herauszukupfern. Vielleicht geht es ja über die Kommandozeile, wie zum Beispiel Minecraft. Ne? Könnt ihr ja mal probieren. Hier in dem Fall JD Strand und dann wird es installiert. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.